Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ute Straub von ermutigungtanken.de und heute hier zum Mutmach-Dienstag. Ein bisschen später wie gedacht. Ich habe ja noch ein Büro den ganzen Tag und dann stand plötzlich noch ein Kunde vor der Tür und es dauerte etwas länger als geplant. Aber jetzt bin ich nun hier mit meinen Informationen, mit meinem Ermutigungsgedanken für dich und ich freue mich, wenn du hier vorbeischaust und ein wenig zuhörst. Ich habe heute das Thema mitgebracht, 6 Tipps, wie du mit Fehlern gut umgehst. Und gemeint ist Mut zur Unvollkommenheit. Jetzt weiß ich nicht, ob ich gut zu hören bin und ob du mich gut sehen kannst. Ich habe mir heute ein anderes Plätzchen gesucht und mal schauen, wie das dann nachher aussieht in der Übertragung. Ich hoffe aber, dass du mich gut hören kannst. Ja, ganz kurz im Überblick, worum geht es heute? Es geht um den Umgang mit Fehlern. Wir haben ja immer irgendwelche Tätigkeiten und mein Augenmerk gilt immer den Menschen auch in der Arbeitswelt, vor allem in der Arbeitswelt, weil da am ehesten sich zeigt, wie wir bestimmte Dinge im Umgang managen. Und wenn es heute darum geht, dass wir mal den Blickwinkel drauf werfen, wie wir mit Fehlern umgehen, dann meine ich mit Fehlern Dinge, die uns ja misslingen. Denken wir oft selbst. Wir haben ja selbst bei allen Abläufen ein bestimmtes Ziel und eine Vorstellung, wie das abzulaufen hat und wie wir diese Dinge zu schaffen haben. Und wenn wir das dann nicht so schaffen, dann meinen wir immer, das ist falsch und manchmal fühlen wir uns schlecht dabei. Und es ist oft die Frage nach, ja, wie gehen wir mit uns selbst um? Und mit diesen Situationen. Wenn wir mal den Blickwinkel wenden auf unseren Umgang im Unternehmen. Wir arbeiten in der Arbeitswelt und in den Unternehmen werden ja auch Werte gelebt. Das heißt, das sind Vorstellungen, die unser Miteinander gestalten, die unser Miteinander prägen. Unternehmenswerte, das können sein Nachhaltigkeit, das kann sein Vertrauen gegenüber Kunden oder Vertrauen in Produkte, in unsere Leistungen. Das kann auch sein Weitblick in allem, was wir tun, nämlich indem, dass wir nicht nur eine Momentaufnahme von jetzt haben, von einer Funktion, von einer Sache oder eines Gerätes, sondern dass wir auch einen Weitblick haben, was noch alles dazu gehört oder wie wir am Rande mit anderen Arbeiten umgehen kann, die ergänzend vielleicht dazu auftauchen. Oder dass sich unsere Arbeit in ein größeres Ganzes, in eine Prozesskette integriert. Und da sind wir als Mitarbeiter an allen unseren Plätzen ja immer wieder gefordert. Völlig egal in welcher Hierarchieebene, völlig egal, ob das im Produktionsbereich, im Lieferbereich, im Zustellbereich, im Verkaufsbereich, im Buchhaltungsbereich, Finanzwesen, Controlling, oder woanders ist, Büroarbeiten, Reinigungsarbeiten, wo auch immer, Entsorgungsarbeiten. Hallo, schön, dass du zuschaust. Herzlich willkommen. Ja, wozu brauchen wir das? Wenn wir etwas tun und es misslingt uns, dann hat es oft ja Folgen. Manchmal fühlen wir uns dann wertlos. Boah, schiefgelaufen. Ich kann es halt wieder nicht, kommt dann vielleicht der Gedanke hoch. In der Folge ist es oft so, dass wir uns manche Dinge ganz einfach gar nicht mehr zutrauen. Wir werden unsicher, unsicher vor allen Dingen darin, wenn wir mal etwas Neues ausprobieren sollen. Und ja, da kommt die Frage, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Macht uns das Angst? Die Angst, vielleicht nicht genug zu gelten vor den anderen in dem Team, in der ganzen Mitarbeiterbelegschaft vielleicht. Oder wenn etwas misslingt und der Kunde kriegt das mit, ist das vielleicht eine Blamage?
Muss ich mich dann wirklich schlecht fühlen? Oft ist ja der Hintergrund, weshalb uns solche Gedanken kommen, dass wir einmal Erfahrungen gemacht haben, indem dass uns irgendetwas schiefgelaufen ist und wir dann entweder angepfiffen worden sind, kannst du nur, wir haben einen Vorwurf geerntet und ah, ich habe es doch gleich gedacht, du kannst das nicht. Und ja, und das sind schlimme Erinnerungen, die sich in unserem Erfahrungsgedächtnis im Kopf festsetzen und die uns in ähnlichen Situationen immer wieder suggerieren, ach, halt vorsichtig, das ist gefährlich. Da könnten wir jetzt in irgendein schlechtes Licht geraten. Oder irgendjemand denkt, bist du doof dafür? Und manchmal kriegen wir tatsächlich Kritik von Kollegen oder von unserem Vorgesetzten vielleicht auch, obwohl es gar nicht so gemeint ist. Manchmal ist es vielleicht eine sachliche Feststellung und aufgrund einer Vorerfahrung, die man selber hat, kommt dann vielleicht so ein schlechtes Gefühl hoch oder mir wird richtig schlecht, ein flaues Gefühl in der Magengegend oder ich muss nach Hause an die frische Luft oder manche Menschen, die müssen dann schnell aufs Klo oder wie auch immer oder sie haben einfach keinen Hunger mehr oder sie müssen ganz dringend was trinken. Kann alles so sein, die Unsicherheit, die da hochkommt. Und manchmal ist solche Kritik scherzhaft gemeint. Und selbst solche scherzhafte Kritik, wenn wir ganz ehrlich sind, hat schon auch mal ernst gemeinte Hintergründe. Das heißt, dass scherzhafte Kritik geübt wird und man denkt so ein bisschen, und wenn es nur 10, 20% sind, na, ob da nicht was dran ist, dass das wirklich nicht kann. Ja, so ist das mit dem Umgang miteinander. Da wir aber immer wieder auch neue Dinge ausprobieren müssen und weil einfach immer wieder sich Dinge verändern, Produkte verändern, Vorgänge sich verändern, Prozesse verändern, Kundenwünsche sich ändern, auf einmal ruft der Kunde an, möchte wieder was anderes oder das habe ich gerade nicht oder ich kann ihm diese Leistung gerade nicht bringen oder ich muss irgendwas ganz Besonderes dann für ihn tun, was ganz Neues. Das gehört vielleicht zu meinem Bereich, zu meinem Tätigkeitsbereich, aber vielleicht habe ich das tatsächlich noch gar nie gemacht. Ja, und heute habe ich 6 Tipps mitgebracht. Tipps, mit Fehlern gut umzugehen, mit Misslingen gut umzugehen. Der Tipp Nummer 1. Es gibt das sogenannte Gut statt Perfekt-Prinzip. Gut statt Perfekt. Fangen wir mal hinten an. Was ist perfekt? Perfekt, wenn ich 100% richtig mache. Wir sind ja in unserer ganzen Bevölkerung, glaube ich, immer bestrebt, was perfekt zu machen. Dass keiner irgendwo was reklamieren kann. Dass es immer wirklich das Beste ist. Wenn ich gut als ausreichend empfinde, dann könnte ich auch sagen, mit Zahlen belegt, 80% ist gut genug. Und wenn wir ganz ehrlich sind, in den meisten Fällen ist das wirklich ausreichend. Ganz selten, dass man wirklich so eine 100% Perfektion erwartet. Denn was ist schon 100%? 100% setze ich doch die Messlatte selber an. Wenn ich sage, 100% sind da oben und ich setze es weiter oben an, als ich überhaupt erreichen kann, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich dann enttäuscht bin. Wenn ich es nicht erreiche und wenn ich es nicht schaffe. Und vielleicht, wenn ich ehrlicher bin und wenn ich auch mit mir selber barmherziger umgehe, dann würde ich es Messlatte ansetzen, dass ich sage, ja hier, 80%. So, wenn ich das schaffe, dann ist klasse, dann ist richtig gut. Wenn ich ein bisschen mehr schaffe, dann ist ja alles gut. Wunderbar, darf auch sein. Aber ich muss nicht zwingend so viel erreichen, wo ich sage, das habe ich noch nie geschafft, aber heute will ich da oben hin. So, dann schaffe ich es nicht. Und dann habe ich mir meine Enttäuschung selbst produziert. Das heißt, die Betrachtung vom ersten Tipp, gut ist ausreichend für das Beste. 80%. 80% reicht völlig aus. Zweiter Tipp, Nummer 2. Keine Angst vor Fehlern. Ich habe gerade schon mal einen kleinen Schlenker gemacht
unsere Ängste, wenn etwas misslingt, wenn wir was falsch machen, wenn wir das Ergebnis nicht erreichen, kommen oft aus einer Enttäuschung heraus, wenn wir in einer anderen Situation schon einmal was probiert haben und uns irgendjemand gesagt hat, siehste, du kannst es schon wieder nicht. Oder ich mir selber sage, hab's doch gleich gewusst, es ist besser, ich lasse das sein, das kann doch ich nicht, können doch alle anderen immer viel besser. Es wird vielleicht Zeit, dass wir uns selber sagen, heute habe ich keine Angst, etwas mal falsch zu machen. Heute probiere ich es einfach aus. Mutig und risikobereit zu sein als Mitarbeiter in einem Unternehmen, das bringt Dynamik mit. Da ist Bewegung drin. Das heißt, ich traue mich was und ich probiere auch mal was Neues. Und neue Dinge bringen Bewegung rein ins Leben, in die Arbeit, ins ganze Unternehmen. Und das ist genau das, was zum Schluss uns zu Innovationen führt. Neues auszuprobieren, technische Raffinessen auszuprobieren, irgendwelche Dinge, die wir weiterentwickeln, wo wir vielleicht neue Ideen dafür haben, Arbeitsabläufe neu zu gestalten, wo ich dann mich nicht immer am alten Weg festhalte, weil ich denke, ich bin schon immer so und so und so und so und so. Und eigentlich kommt mir der Gedanke, vielleicht könnte es anders auch besser gehen. Oder ich wäre vielleicht schneller mit Dingen fertig. Oder ich würde Papier dabei sparen. Oder ich könnte es gleich irgendwie verarbeiten, elektronisch wegschicken. Immer wieder beim Thema Digitalisierung dann auch angekommen, wo wir ganz viele Prozesse neu denken, neu probieren müssen und wirklich schauen müssen, wie wir das Ganze, unsere ganzen Arbeitsabläufe in digitale Abläufe umwandeln. Das war der zweite Tipp. Keine Angst vor Fehlern. So, der dritte Tipp ist, immer Ehrlichkeit bewahren, auch wenn was schief läuft. Immer Ehrlichkeit bewahren, auch wenn was schief läuft. Wenn wir ehrlich sind, dann ermöglichen wir, dass wir aus Dingen, die nicht so gut laufen oder die schief laufen, lernen können. Dann sind nämlich das keine Fehler mehr, sondern dann sind es Herausforderungen, an denen wir wachsen können, an denen wir lernen können und uns selbst weiterentwickeln können. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir auch interessiert, wenn etwas schiefgelaufen ist, den Schaden zu begrenzen. Das heißt, wenn wir den Schaden begrenzen, dass wir gucken, wenn wir merken, es läuft schief, dass wir sagen, halt, stopp. Dass wir entweder nicht mehr weitermachen oder dass wir das Ganze abbrechen oder dass ich eine Rückmeldung gebe zu meinem Vorgesetzten oder zu einem Kollegen oder ja, was könnte noch Schadensbegrenzung sein? Keine Zeit zu verlieren, wenn vielleicht der Kunde terminlich gebunden auf irgendein Ergebnis wartet oder die Kollegin auf ein Ergebnis wartet oder der Chef auf ein Ergebnis wartet. Und wir dürfen auch bei Ehrlichkeit unsere Gefühle zugeben. Wenn wir enttäuscht sind, oh, ich bin so traurig, dass das so schief gelaufen ist, auch mal zugeben, boah, mir ist das total peinlich. Und ihr werdet merken, wenn ihr das euch traut, sogar auch euren Kindern gegenüber mal zugeben, boah, ist mir das peinlich, dass das schief gelaufen ist, da fangen die anderen an, herzlich zu lachen, sagen, ach, das war alles nicht so schlimm. Und die haben ja auch recht. Denn es ist wirklich nicht so schlimm. Manchmal muss man sich auch entschuldigen oder man muss sich vielleicht auch mal Hilfe holen. Hilfe, um diesen Arbeitsablauf vielleicht anders anzugehen, vielleicht eine Rückmeldung zu bekommen, dass das eben nicht der eigene Blickwinkel denkt, das ist jetzt alles schief gelaufen, ist falsch. Und ein anderer sagt, du, guck mal, wenn du das und das anders machst, dann hast du genau das richtige Ergebnis. Und das hat man vielleicht selber überhaupt nicht gesehen. Der dritte Tipp war Ehrlichkeit, auch in dieser Situation. So, sind wir beim vierten Tipp. Tipp Nummer 4. Die Lösung suchen und nicht den Schuldigen. Wir kennen ja alle diesen Blickwinkel, dass wir, wenn was schiefgelaufen ist, boah, warum ist das jetzt so falsch gelaufen? Wer hat denn da was falsch gemacht? Wer hat denn das mir in den Weg gestellt, dass ich da drüber gefallen bin? Und wer hat mir diese E-Mail geschickt oder wie auch immer. Dann sind es die anderen, dann suchen einen Schuldigen, der hat es gemacht und meinen, wir sind dann besser dran.
Dabei ist es nicht wichtig, wer was falsch gemacht hat, sondern es ist die Frage, wie komme ich zu der Lösung, die ich eigentlich gerne haben möchte? Wie komme ich zu dieser Lösung? Und das ist auch das, was unseren Kunden interessiert. Das ist das, was im Miteinander, im Team, am Arbeitsplatz oder auch zu Hause in der Familie oder in Beziehungen, in Partnerschaften interessiert. Wie kommen wir zu Lösungen? Weil, wenn wir uns auf die Fehler konzentrieren, auf das, was schiefgelaufen ist, dann haben wir diesen Fehlerfokus mit dem Fernrohr, den Fehler noch groß gemacht und dann rumkritisiert. Und das bringt uns überhaupt nicht weiter. Das lässt uns höchstens im Miteinander stolpern. Und in Unternehmen ist es auch sehr wichtig, dass wir nicht im Miteinander ständig stolpern, sondern dass wir uns da gegenseitig unterstützen, uns weiterhelfen, dass wir die Gemeinsamkeit positiv gestalten und damit jeder für sich, ich für mich, du für dich, das Unternehmen insgesamt, Menschen hat, die wachsen an ihren Herausforderungen und die dann dabei Spaß entwickeln an der Arbeit und am Tun und an dem Produkt, was sie entwickeln oder an der Dienstleistung, die sie rüberbringen an den Kunden. Bin ich dennoch gut zu hören? Schreib mir das doch einfach mal in die Kommentare hier unten rein, wenn ich da vielleicht nicht gut zu hören bin oder ob du mich richtig hörst und siehst und vielleicht auch, was du davon hältst und was du zu den Tipps zu sagen hast. Tipp Nummer 4 war, Lösungen suchen statt den Schuldigen suchen. Tipp Nummer 5. Erfahrungen sammeln. Erfahrungen sammeln. Also das, was wir erlebt haben im Umgang mit Fehlern, die wir gut gemanagt haben, gut gemeistert haben, diese Erfahrungen sammeln. Was gewinnen wir dadurch? Wir werden Wiederholungen vermeiden, das heißt, wir vermeiden, dass sich die Fehler wiederholen, dass wir sie nochmal machen. Und wir ziehen eine Erkenntnis daraus. Ich sage, ja, ich habe jetzt was begriffen daraus. Aha, so funktioniert es und so funktioniert es nicht. Und wenn ich das so mache, dann komme ich am falschen Ende raus. Weil ich erreiche ja nicht das, was ich eigentlich erreichen wollte. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, manchmal müssen wir Fehler mehrfach machen, weil beim mehrfachen Wiederholen dann geht es, ah, das ist ja schon wieder der Fehler. Und jetzt habe ich ihn wieder gemacht. Da ist sowas Dummes. Also jetzt weiß ich, das nächste Mal werde ich es anders machen. Ich muss das so und so anpacken und dann werde ich es besser machen. Beim Erfahrungen sammeln ist auch immer interessant, dass wir den eigenen Anteil suchen. Das heißt, wenn mir etwas misslingt, dass ich eine Arbeit gemacht habe und der Kunde war nicht zufrieden, dann kann ich mir zuerst überlegen, welchen Anteil habe ich? Habe ich da etwas gemacht, was vielleicht jetzt dadurch ungut war, was vielleicht nicht das Ergebnis führte? Ist da ein Anteil von mir dabei, den ich in der Zukunft besser machen kann? Und wenn ich das in der Zukunft ändern möchte, dann ist das auch so eine Entscheidung, die man dann auch überlegt, was kann ich in der Zukunft anders machen. Das war Tipp Nummer 5, die Erfahrungen im Umgang mit den Fehlern machen. Die wir im Umgang mit den Fehlern machen, sammeln. Diese positiven Erfahrungen sammeln. Weil was bringt das, wenn wir diese positiven Erfahrungen sammeln? Wir haben sie irgendwann abrufbereit. Weil wir uns wieder daran erinnern und wenn wir das mehrfach gemacht haben, unser Gehirn funktioniert ja wie so Straßen, muss man sich das vorstellen, von den Gehirnbereichen untereinander verknüpft, wie so ein Netzwerk verknüpft mit Bahnen. Und je öfters wir bestimmte Dinge üben, wenn wir bestimmte Dinge mehrfach üben, dann werden diese Bahnen, diese Verbindungsstraßen wie Autobahnen so breit sein. Wie es richtig, wie schnell die Information hin und her flitzen kann. Und dann haben wir diese Informationen ganz schnell abrufbereit. Und dann können wir das Gelernte nämlich wunderbar umsetzen. Und dann haben wir wirklich richtig Erfolgserlebnisse. Hallo, schön, dass ich Zuseher habe. Herzlich willkommen.
Ja, das war der Tipp Nummer 5, dass wir unsere guten Erfahrungen sammeln. Tipp Nummer 6. Meine Haltung zu Fehlern. Bedenken und überdenken und vom Grundsatz her neu ausrichten. Meine Haltung zu Fehlern. Was lerne ich denn aus den Fehlern, aus den Dingen, die schiefgelaufen sind? Was lerne ich daraus für mich? Ich lerne vielleicht, mir rechtzeitig Hilfe zu holen. Ich lerne vielleicht rechtzeitig etwas abzubrechen, wenn ich merke, boah, ich komme ja da nicht weiter, ohne ständig vor mich hinzufriemeln und ständig vor mich hin und es muss doch und es muss doch und es muss doch. Also wenn ich so in mein Leben schaue, ich erzähle euch jetzt mal kurz was von mir. Ich bin so jemand, der, wenn er manchmal am Arbeiten sitzt, immer weiter probiert und macht und tüftelt und nochmal probiert und gar nicht aufgeben will. Und das kann, wenn es schwierige Vorgänge sind, auch schon mal Stunden dauern. Und dann wird es manchmal abends spät und eigentlich zu spät und dann fehlt mir ein Stück Nachtschlaf. Und da merke ich auch, dass ich an diesem, ja, wo ich selber in dieser Herausforderung stehe, auch bei meiner Kraft zu bleiben, lernen muss, damit umzugehen, rechtzeitig Schluss zu machen, lieber am nächsten Morgen nochmal drüber nachzudenken. Oder vielleicht auch mal ein paar wer bestimmten meiner Mitarbeiterin sagen, hier kannst du mal da drüber gucken. Ich denke hier immer im gleichen Dreieck und ich finde den WLAN nicht. Und manches Mal stehen wir dann zusammen und sagen, boah, das ist ja so einfach, klar, natürlich. Und hätte ich mal darüber nachgedacht, auf den Blickwinkel bin ich gar nicht gekommen. So, das so geht es einem manches Mal, wenn man sich dann Hilfe holt rechtzeitig. Das ist meine Haltung zu den Dingen, wo ich merke, dass ich an den Herausforderungen, in den Herausforderungen stehe, einfach so ist, dass ich dann auch lerne aus dem und es in mein Leben integriere und mich nicht selber schlecht mache. Dass ich diese Unvollkommenheit, dass ich auch Fehler machen darf, dass ich mir das erlaube, dass ich Fehler machen darf und dass ich daraus lernen darf. Denn bevor ich etwas daraus lerne, muss ich ja eigentlich die Fehler gemacht haben. Das ist ja witzig, ne? Sonst habe ich ja dieses Lernpotenzial gar nicht. Schließen wir daraus, dass wir es positiv nach Möglichkeit angehen, dass wir Fehler als Herausforderungen betrachten und das so in unser Leben integrieren, dass wir uns in vielen Situationen ein ganzes Stück mehr trauen als bisher. Es verbergen sich ganz schön viele Chancen, indem dass wir aus Fehlern lernen. Und dieses lösungsorientierte Denken ist einfach eine tolle Sache. Im Prinzip wollen wir das alle. Aber wenn wir uns mal selbst im Dialog mit anderen beobachten, gerade wenn es um Probleme geht, dann sind wir immer schnell dabei, dass ja bei uns keiner kritisiert. Wir suchen immer bei den anderen den Fehler und der hat dann da und da das und das gemacht. Und ach du liebe Zeit, und dann muss doch er der zuerst mal, bevor ich überhaupt über mich drüber nachdenke. Aber da ist immer die Frage, habe ich einen Anteil dran? Dann ist das meine Aufgabe, an meinem Anteil dran zu arbeiten und daran ein bisschen was zu verändern. Und ich möchte euch da Mut machen. Einen kleinen Schritt Veränderung bringt ein völlig anderes Ergebnis. Wir schaffen nicht immer radikale Veränderung, aber was wir schaffen, ist, kleine Schritte zu verändern, kleine Schritte neu auszuprobieren, auch in Bezug auf Fehler machen, in Bezug auf sich Herausforderungen stellen. Neues ausprobieren, neue Wege ausprobieren. Manchmal heißt es sogar, neue Gedanken zu denken. Das war der sechste Tipp, meine Haltung zu Fehlern. Was bringt mir das Ganze denn? Wenn ich so mit Fehlern umgehe und mit meiner eigenen Unvollkommenheit und auch dazu stehe, dass ich Mensch bin, der auch Fehler macht und aus Fehlern lernt, dann werde ich kreativ. Ich lerne Dinge zu entwickeln, ich lerne Vorgänge zu entwickeln, Produkte zu entwickeln, Wege zu finden, Menschen anzurufen und mit Ideen zu kommen, Mensch, irgendwas zu unternehmen miteinander oder was auch immer da gerade ansteht. Und ich bin dadurch kooperativ, weil ich ja mit anderen zusammen agiere, weil ich mit anderen Dinge bewege, mit anderen zusammenarbeite. Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Dürft auch gerne in die Kommentare was reinschreiben.
Ja, ich wiederhole nochmal die 6 Tipps, ganz kurz zum Ende. Moment. Ja, der erste Tipp, dass ich zu mir selber stehe. Der zweite Tipp, nein, der erste Tipp, falsch, Entschuldigung, falsch gelesen. Der erste Tipp ist gut. Ist besser als perfekt. Gut reicht völlig aus und gut ist 80%. Und wenn ich 80% bringe, schaffe ich bestimmt sowieso von den 100%, die ich arbeite, 20% wahrscheinlich perfekt zu machen. Vielleicht fällt mir das gar nicht so auf. Setzen wir die Messlatte bei uns auf das, was wir normal erreichen können. Und dann, wenn es dann noch besser wird, ist ja umso besser, aber nicht höher, als eigentlich sowieso erreichbar ist für uns. 80% ist gut genug. Der zweite Tipp, keine Angst vor Fehlern. Also nicht alte Ängste hochkommen, wenn alte Ängste hochkommen. Boah, schon wieder Angst davor, wenn ich das wieder probiere, dann wird wieder was falsch. Nein, einfach ausprobieren, zutrauen. Ich kann es schaffen, es ist möglich. Der dritte Tipp war die Ehrlichkeit, immer ehrlich zu sich zu sein, ehrlich zu den anderen zu sein. Und dann letzten Endes auch rechtzeitig Hilfe zu holen, wenn ich bei einer Sache Unterstützung brauche, wenn ich es alleine nicht schaffe. Der vierte Tipp war Lösung suchen und nicht Schuldige suchen. Also nicht bohren, wer hat das jetzt verbockt? Warum ist das so gewesen, dass jetzt ich den Fehler habe? Hat der doch verbockt am Anfang? Nein, es bringt nichts. Guckt nach vorne, guckt, schaut hier die Lösung. Haben wir es geschafft? Haben wir es nicht geschafft? Was können wir verändern, um das Ergebnis trotzdem noch zu erreichen? Das ist lösungsorientiert. Der fünfte Tipp ist die Erfahrungen, die wir im Guten gemacht haben mit gut bewältigten Fehlern, die praktisch verinnerlichen, wirklich die behalten und wirklich sammeln. Die Erfahrungen, je öfter wir die sammeln, desto besser haben wir die später abrufbereit. Und der sechste Tipp, der letzte war meine Haltung zum Thema Fehler machen, zum Thema meine Unvollkommenheit. Grundsätzlich bedenken, dass die offener wird und dass ich mir erlaube, ich darf auch mal einen Fehler machen, ich darf auch mal unvollkommen sein, weil damit erlaube ich mir daran zu lernen, mich weiterzuentwickeln. Nicht, dass ich den Vorsatz mitbringe, also wenn ich es jetzt mache, probiere ich jetzt hier einen Fehler aus. So war das nicht gemeint. Ich glaube, das verstehst du ganz gut. Sondern, dass ich sage, okay, wenn es schief läuft, ich weiß, ich kann mir Hilfe holen, wie auch immer, was verändern, alles, was wir vorhin schon genannt haben. Und ich kann daraus langfristig lernen und dadurch souveräner, gelassener mit umgehen. Es ist dann kein Drama, wenn was schief läuft, kann doch ein Menschenskind, ist ja was schief gelaufen. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Dieser Umgang mit Fehlern ist weitaus natürlich besser und besser für die Gemeinschaft, gewinnbringender, letztendlich für ein Miteinander und effizienter für eine konstruktive Zusammenarbeit und für kreatives Verhalten. Ja, angefangen haben wir vorhin bei den Werten in den Unternehmen. Ich glaube, eine gute Fehlerkultur gehört auch zu den Werten, die in Unternehmen wichtig wäre zu leben und die auch du als Mitarbeiter in einem Unternehmen oder in einer Organisation oder in deiner eigenen Familie, die du leben kannst, eine positive Fehlerkultur, wenn du das selbst lebst und als Wert verinnerlicht, ich darf unvollkommen sein, ich darf an meinen Herausforderungen lernen und ich stelle mich dem und bemühe mich. Ja, damit sind wir am Ende für heute. Ich bitte nochmal um Entschuldigung, dass es später geworden ist. Das habe ich vorhin schon kurz erzählt, aber das ist schön, dass es jetzt trotzdem geklappt hat. Und freue mich jetzt, wenn ihr mir noch kurz was dazu schreibt. Auch wie ihr mich gesehen habt. Ich habe mich jetzt heute an eine andere Ecke hier in meine Wohnung gestellt und um mal zu gucken, ob das jetzt vielleicht auch eine bessere Möglichkeit ist. Jetzt vielleicht noch irgendwie ein schönes Bild oder was im Hintergrund hängen, das ein bisschen schöner aussieht. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Du findest mich unter www.ermutigungtanken.de. Dort kannst du ja auch E-Books runterladen. Da wird bald auch was Neues dazukommen. Werde auch bald weiter an meinem Blog schreiben. Und sodass du da auch interessante Neuigkeiten dann lesen kannst. Und oder meine berufliche Seite www.ute-straub.de.
Und ansonsten bin ich für deine Fragen sehr offen. Ich würde auch gerne wissen, was dich so bewegt zu all diesen Themen, wo du vielleicht auch mutlos geworden bist oder wo du vielleicht sagst, da und da, das Thema wird mich total interessieren, wie das von dem Blickwinkel so von ermutigender Haltung her vielleicht beleuchtet werden kann oder wo vielleicht Hilfestellungen draus kommen können, sei es im Miteinander oder in bestimmten Dingen, die dich einfach beschäftigen, die dich bewegen und wo du sagst, da möchte ich einfach ein bisschen weiterkommen. Schreib mir das rein, ich werde alles beantworten und wo es möglich ist, vielleicht auch wirklich Inhalte draus machen, an denen du weiterkommst und dann wirklich für deinen Alltag echt was davon hast. Ich komme wieder nächste Woche, wieder am Dienstag. Ich bemühe mich wieder 17 Uhr und ja, du kannst schon damit rechnen, dass ich da auch Dienstag da bin. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen restlichen Tag. Freue mich, dass du da warst und herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ja, bis bald mal wieder. Deine Ute. Tschüss.